Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe für euch News, bisschen Gossip und so weiter und so fort. Es gibt schon wieder Insta-Beef, es gibt die ersten Gerüchte, wer vielleicht zusammen ist von Prominent getrennt. Ich würde sagen, wir schauen uns das an. Wenn ihr sowas mehr sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Ich weiß nicht, vielleicht sind es heute sogar zwei Videos, vielleicht aber auch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das aufteile und so weiter. Aber, falls es zwei Videos sind, checkt das sehr, sehr gerne ab. Lasst ein Abo und ein Like, da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas mehr sehen wollt. So ein bisschen Hintergrundinfos und so weiter. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr große Lust drauf. Und es gibt den ersten Beef zwischen Jakub und dem guten, wie heißt er denn? Nikolai. Nikolai. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns das an. Wir haben ein Promi-Flash-Interview und Details, Leak, wie man es nennen möchte. Und vor allem, wie gesagt, den Beef, wo der gute Insta-Grinch sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Link natürlich unten in der Videobeschreibung, natürlich als kleines Dankeschön und Shoutout. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, er hat einen Instagram-Kanal hier auch und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und ja, hier steht aber schon bei Nikolai, hat über Instagram geschrieben. Was sagst du zu Jakobs Reel? Reels sind diese TikTok-Videos auf Insta sozusagen. Da schreibt er schon drunter, lächerlich, einer mich als Hund bezeichnet, aber nicht mal ein Mann in meinen Augen ist. Er kann nicht so gut Deutsch, ist auch schwierig für mich vorzulesen dann. Der eine Frau nicht mal als ordentliches Vorspiel verpassen kann. Okay, schwierig. Sorry für das schlechte Lesen sozusagen und ja, bin ich mal gespannt. Leute, ich habe gerade gesehen, was die Post hat. Ich sag's euch, der Typ ist sowas von lächerlich. Der ist einfach sowas von lächerlich. Der sucht Aufmerksamkeit und der kann nicht mal öffentlich eine Frau ein Vorspiel gönnen. Der kann nicht mal hochkriegen. Das ist kein richtiger Mann für mich. Der Typ ist einfach. Weil er hat dazu auch geschrieben, Nikola, nicht Nikolai, Nikola, Spezialattacke. Gehorcht seine Herren auf Schritt und Tritt. Einfach kein richtiger Mann. Der hat gar nichts zu sagen. Ja, Leute, ich habe gerade gesehen, dass die Post hat. Jakub hat sich natürlich auch dazu geäußert. Hören wir uns natürlich auch an. War ja empört über mein Video. Der Schlingel, empört war der ja. Sehr schwierig ist, ob ich jetzt der Einzige, der sich da beschwert hat. Also geht da jemand zum Lachen noch in den Keller. Mal Robin hat das schon ganz passend gesagt. Man muss auch mal über sich selber lachen können. Und ja, im Endeffekt wissen wir alle so, er ist am Ende des Tages ja die ärmste Sau im Laden, so allein wegen seiner Ex-Partnerin. Ja, aber es ist ja eine Parodie, wenn er sich da jetzt so angegriffen fühlt. Ja, aber sollte man vielleicht trotzdem nicht machen. Also auf Kosten von anderen. Und vor allem ist es ja ein relativ ernstes Thema für ihn. Schwierig. Und dass er da ja jetzt mit der Sache mit dem Vorspiel bei mir eingeht, ich kann über sowas lachen, ich kann auch über mich selber lachen. Wenn er das nicht kann, ist das Ganze natürlich schwierig. Dass er dann natürlich sagt, in seiner Story, dass das ist witzig, dass ich kein richtiger Mann bin und so weiter. Ja, da hat er, glaube ich, ein paar Mal zu oft sich das Tonband angehört, vom Prominent getrennt von seiner Zeit. Ja, okay. Der Konter war jetzt gut, weil es ja immer Gloria zu ihm sagt. Okay, der Konter war ich nicht schlecht. Zeit zu zweit, weil ich meine, das hat doch seine Ex-Partnerin über ihm gesagt. Ne? Aber ich glaube halt auch, ja, dass das da bei ihm in der hauseigenen Chefetage so ein bisschen kommuniziert worden ist, ne? Dass er das dann sagen soll. Eigene Meinung ist aber eben leider Mangelware. Nikola, war ja empört über mein. Okay. Ja, klares Statement. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu oder was ihr davon haltet. Und jetzt kommen wir zum Thema, was krass ist. Promiflash, verlinke ich wahrscheinlich. Kate und Gustav haben sich getroffen. Läuft was zwischen denen? Sind sie ein Paar? Bin ich sehr, sehr gespannt. Habe ich mir selber noch nicht angeschaut. Läuft etwas zwischen Kate Merlan und Gustav Masurek? Aktuell sind die beiden bei Prominent getrennt zu sehen. Das ist ja das Besondere. Ich finde, die passen gar nicht zusammen. Rein vom äußerlichen Punkt, aber vielleicht, so, wär lustig. Oh, da kriegen wir schon Nachrichten rein, weil so viele von euch kommentieren. Hoffentlich macht ihr das so weiter. Die beiden bei Prominent getrennt zu sehen. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Ex-Partnern Jakob. Wieder Jakob dabei. Jakob Merlan Jarecki und Karina Wagner kämpfen sie um den Sieg. Während der Ausstrahlung sorgt vor allem Kates Liebesleben für Gerüchte. Die Fans vermuten eine Liebesreunion mit ihrem noch Ehemann Jakob.
Sie spekulieren aber auch über eine Liaison mit Gustav. Und tatsächlich, nun werden die TV-Bekanntheiten bei einem Date in einem Restaurant gesichtet. Auf dem Beweis... Hier sehen wir beide, lächelnd Kate, 33 Jahre, gegenüber sogar verliebt an. Also wäre lustig, also wäre schon irgendwie lustig. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Foto lächelt Kate den 33-Jährigen gegenüber sogar verliebt an. Ob es sich wirklich um ein romantisches Treffen handelt, lassen die zwei aber bislang offen. Also wir sehen ja eindeutig, dass sie essen waren zumindest. Essen, trinken oder sonst was. Bleibt spannend, macht natürlich die prominente Trendstaffel so ein bisschen hitziger und spaciger. Ja, ich finde es geil. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.